Der C64 Mini ist echt eine schnucklige Retro-Konsole geworden. Über die Vor- und auch Nachteile haben wir in meinem Unboxing schon längst gesprochen und an vielen der damals genannten Nachteile hat sich jetzt vieles geändert und deswegen melde ich mich heute nochmal mit einem kurzen Video zu dem neuesten Firmware-Update, mit dem es auch möglich ist, die Klassiker aus der Kindheit wie Rambo 2, Ghostbusters, The Last Ninja, The Barian und endlich auf die Konsole zu laden und dort wieder halbwegs authentisch aufleben zu lassen. Außerdem hat der Hersteller Retro Games Limited auch den Input-Lag mit dem neuesten Firmware-Update so gut wie eliminiert, sodass der Spielspaß auch endlich wieder richtig auftritt. Alles, was ihr für eine mindestens 200%ige Spielspaßsteigerung mit dem Gerät braucht, ist natürlich die Original-Hardware, eine Internetverbindung und ein USB-Stick. Der muss auch nicht besonders groß sein, die ROM-Dateien sind echt winzig. Wenn ihr den in euren Rechner oder Laptop einstöpselt, müssen wir ihn erstmal formatieren. Also erst alle wichtigen Daten runter, dann auf das Symbol des USB-Sticks mit der rechten Maustaste klicken, es öffnet sich ein Dropdown-Menü und ihr wählt aus Formatieren. Ganz wichtig, das Dateisystem muss FAT32 sein. In der Regel ist das als Standard eingestellt. Ihr könnt den Haken bei Schnellformatierung aktiviert lassen und klickt dann auf Starten. Ihr erhaltet nochmal einen Hinweis, dass wirklich jetzt alle Daten gelöscht werden. Das bitte aktivieren. Wenn er fertig ist, sagt er abgeschlossen und ihr könnt das Ganze schließen. Als nächstes gehen wir auf die Homepage vom Hersteller Retro Games Limited. Den Link versuche ich hier in das Video einzufügen, ansonsten findet ihr ihn unten in der Videobeschreibung. In meinem Fall ist die aktuellste Version die 1-1-4 BIN und die ladet ihr euch auf euren USB-Stick. Ganz wichtig, das muss in das Root-Verzeichnis, also nicht in irgendeinen Extra-Ordner reinstecken, sonst erkennt der C64 Mini das nicht. Ich habe auf meinem Rechner jetzt hier schon einen Ordner vorbereitet, da sind lauter C64-Spiele drin, die ich dem Gerät zufügen möchte. Den ziehe ich auf meinen USB-Stick und auch hier ist wichtig, dass die Dateien alle in einem extra Ordner sind, ne, damit ihr gleich gut drauf zugreifen könnt. Ach, eine Sache noch. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich euch hier keine Seiten verlinken werde, wo ihr C64-Spiele findet zum Download. Da gibt es eine Menge im Internet und das ist auch heutzutage wirklich größtenteils legal, diese Spiele sich zu besorgen. Deswegen vertraut auf euer eigenes Köpfchen, ihr habt dieses Video gefunden, ihr werdet auch die Spiele finden. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr die Spiele jetzt auf dem C64 Mini abspielen könnt. Überprüft vor den nächsten Schritten unbedingt nochmal, ob das bei euch so aussieht wie bei mir. Ne? Die Datei für das Firmware-Update, diese BIN-Datei, die liegt einfach in dem Grundverzeichnis des USB-Sticks, in keinem Extra-Ordner, aber in einem Extra-Ordner habt ihr eure Spieldateien. Wunderbar. Nehmt den USB-Stick aus dem Rechner, steckt ihn in einen freien USB-Port vom C64 Mini und schaltet das Gerät ein. Auf dem Startbildschirm des C64 Mini sehen wir drei Symbole. Ein Bildschirm, eine Sprechblase und so einen Schraubschlüssel. Wir gehen auf den Schraubschlüssel und drücken den linken Button vom Joystick. Dann öffnet sich eine Information, wo steht, wir haben eine Firmware-Aktualisierung gefunden. Möchten Sie diese Firmware installieren? Natürlich bewegen wir unseren Cursor auf Aktualisierung und bestätigen wieder mit dem linken Button. Es kommt ein Ladebildschirm. Die neue Firmware wird installiert. Nach der Installation startet sich der C64 Mini neu und wir sehen schon unten, aus den drei Symbolen sind vier geworden. Ein USB-Stick-Icon ist dazu gekommen. Das wählen wir sofort mal an mit unserem Joystick und aktivieren es natürlich wieder mit dem linken Button. Ja, und siehe da, ein Dateiverzeichnis. Wir gehen in den Spieleordner auch wieder mit dem linken Button und können uns jetzt unsere Spiele auswählen. So einfach ist das. Als Beispiel wählen wir jetzt einfach mal Barbarian aus, weil dieses Spiel zeigt sehr deutlich, dass man auch hier immer mit den Keyboard-Einstellungen so ein bisschen rumfummeln muss. Denn die Spiele sind natürlich nicht für den Betrieb mit diesem Emulationssystem gedacht. Ne? Da muss man immer ein bisschen tricksen. Also, Speedloader ist in der Regel immer aktiviert, also das Laden geht relativ flott, aber hier haben wir ein typisches Beispiel. Es kommt erstmal so ein kleiner Demo-Modus von so einer Cracker-Truppe, die hier an dem Spiel rumgebastelt hat und noch einen Trainer installiert hat. Wie komme ich denn jetzt aus diesem Demo-Modus raus? Wie komme ich ins Spiel? Meistens muss man mit der externen Tastatur arbeiten, ne? Also ihr könnt entweder eine externe Tastatur anschließen oder hier mit diesem virtuellen Keyboard. Ihr könnt Verschiedenes ausprobieren. Run-Stop bringt euch meistens weiter oder die Space-Taste, die aktiviert ihr hier unten, ne, über diesen Button auf dem Joystick direkt. Und jetzt kommen auch gleich noch ein paar weitere Fragen. Hier wird sogar erklärt, Space, um weiterzulesen oder Run-Stop, um das Spiel zu starten. Und wenn man diese Tricks so beherzt, dann funktioniert das Ganze auch. Solche Sachen sind auch bei Trainern normal. Wollt ihr den Fastloader aktivieren oder deaktivieren? Ich gebe euch einen Tipp, nicht noch einen externen Fastloader, weil meistens klappt da nichts mehr. Mit wie vielen Spielern wollen wir spielen? Ne? Das wählen wir alles hier auf dem virtuellen Keyboard aus. Wollen wir Unlimited Energy, Y für Yes oder N für No? Wir nehmen natürlich No, weil wir ein krasser Typ sind. Und dann geht das Spiel auch schon los. Jetzt ist hier wieder die Frage, wie beende ich denn den Demo-Modus und kann jetzt selbst anfangen zu spielen?
Button drücken ist immer die erste Wahl. Bringt in diesem Fall nichts, also müssen wir wieder das virtuelle Keyboard öffnen und in diesem Fall kann ich mit den F-Tasten, ne? Also mit den F-Tasten, die ganz unten stehen, F1, F3, kann ich die verschiedene Spieleranzahl aktivieren. Ich muss dann wieder Space drücken, um anzufangen und so weiter. Probiert euch bei den Spielen einfach durch, das ist halt damals so gewesen, wenn ihr früher einen C64 gehabt habt, dann hat man auch immer wild auf der Tastatur rumgehauen, bis irgendwas funktioniert hat, dasselbe müsst ihr hier halt auch machen. Wenn euch das mit der virtuellen Tastatur nicht gefällt, dann schließt eine externe an, das funktioniert natürlich auch. Ich will an der Stelle aber auch gar nicht zu weit ins Thema reingehen, ich will nur mit einem kurzen Video zeigen, wie einfach es durch das Firmware-Update geworden ist, weitere Spiele dem Gerät hinzuzufügen und wünsche euch jetzt eine ganze Menge Spaß mit eurem C64-Mini-Erlebnis der Wahl und seid bitte nicht sauer, wenn mal irgendein Spiel nicht funktioniert. Der Mini ist halt ausgelegt auf die 64 Spiele, die von vornherein dabei sind. Und wenn jetzt irgendeins von euren alten, geilen Lieblingsspielen auch drauf funktioniert, dann freut euch drüber. Deswegen, ich bin der Weidemann von Schroff gezockt. Lasst mir gerne eine Reaktion auf dieses Video da in Form eines Daumens oder eines kurzen Kommentars. Ich hoffe, das Ganze funktioniert auch bei euch. Und ich sage immer schön schroff bleiben, kommen Sie wieder und bleiben Sie geil.